Hallo, das Zündmagnetmagnetisieren. Das ist für viele ein Problem. Es gibt da die verschiedenen Arten der Magnete. Einmal Hufeisenmagnet, das sind die besten. Da kann man von außen direkt dran und kann da magnetisieren. Das sind diese zum Beispiel, die hier aufgeführt sind. Aber es ist bei manchen noch besser, man geht an den Anker. Das ist zum Beispiel unser Magnetisierungsgerät. Dazu müssen dann noch ein paar Batterien dran, die so an die 400 Ampere haben, damit eine entsprechende Leistung auch auftritt. Das Zündmagnet, wie hier, ist praktisch von außen zu magnetisieren, wird dazwischen eingespannt und man gibt dann einmal richtig Power. Und damit ist die Sache erledigt. Hat man einen Anker, braucht man natürlich entsprechende Adapterstücke, die genau angepasst sind. Also wer da etwas machen möchte, muss mir auch die Adapter liefern. Ich mache hier einmal den Test mit der Zündspule. Eine alte Zündspule, das ist ein Gerät der Wehrmacht, eine alte Zündspule braucht ungefähr 1,6 Ampere, um einen Funken zu erzeugen. Eine neue Zündspule braucht nur 1,3 Ampere. Und damit kommt ihr hin und wieder auf den Gedanken, der Zündfunke ist nicht da, es liegt an der Zündspule. In Wirklichkeit bringt euer Magnet einfach zu wenig. Er bringt nicht die Leistung, die eure Zündspule mindestens braucht. Hier zeigen wir einmal, wie wird das eingespannt. Als erstes stellen wir fest, wo ist Nord und wo ist Süd. Das ist einfach mit einem ganz simplen Kompass, denn es wird immer Nord und Süd zusammengesetzt. Hier haben wir Nord, dann kommt jetzt Süd dagegen und dann haben wir es einfach. Das Magnet würde zwar auch das ganze Magnet umdrehen, aber das ist ja nicht der Sinn der Sache. Es wird also eingespannt, ihr seht das ganz locker, sitzt das dazwischen und gleich, wenn ich also da Power gegeben habe, sieht das ganz anders aus. Dann ist das viel schwieriger rauszukriegen und man sieht dann, das ist nicht das Magnet, das Gerät, sondern es ist tatsächlich dann ein ganz starker neuer Magnetismus. Wenn wir hier drauf drehen, kann man das am Magneten sehen, dass da eine neue Strömung entsteht. Und jetzt nehmen wir das mal raus. Und wie ihr seht, das hängt schon direkt ganz anders da drin. Und das ist das Magnet, was jetzt diese Kraft hat. Darum haben wir auch aufmagnetisiert. Das war ja der Sinn der ganzen Sache. Das ist hier von der Zündabgabe 750 und R75 ein Norris-Magnet. Dann gibt es dafür auch noch für diese Fahrzeuge einen Bosch-Magneten. Dafür brauchen wir so kleine Adapterplatten. Die können wir von außen ansetzen. Denn beim Bosch-Magnet ist das Magnet praktisch im Gehäuse. Beim Norris ist es im Anker. Darum ist diese unterschiedliche Art und Weise der Bearbeitung. Aber da werde ich gleich dann auch noch mal zu kommen. Und auch hier einmal Power und schon hat man wieder richtig Kraft im Magneten. Hallo, heute wollte ich euch mal etwas über das Zündmagnet erzählen. Magnetisieren in der Allgemeinen und Zündspule. Die Zündspule, das ist zum Beispiel eine Originale. Hier haben wir ein Prüfgerät dafür, das ist ein altes Wehrmachtsprüfgerät, wo man also feststellen kann, wie gut und ist die Zündspule und welche Stromaufnahme hat sie. Hier bei dieser alten haben wir festgestellt, dass diese alte Zündspule erst mit 1,5 Ampere beginnt zu funken, das heißt, dann kann sie starten. Die neue beginnt bereits bei 1,3 Ampere, das heißt, das Zündmagnet muss viel weniger Strom erzeugen, um diese Zündspule in Betrieb zu setzen. Ihr habt also ein Problem, springt nicht an, dann wechselt ihr die Zündspule. In Wirklichkeit liegt es aber sehr oft am Zündmagneten, weil er keinen richtigen Magnetismus mehr hat. Was ich euch eben zum Beispiel gezeigt habe oder noch zeigen werde, das ist, magnetisiere ich, ist ein ganz anderer Funke danach da. Mit der Zeit geht häufig der Magnetismus verloren. Wenn das Magnet falsch gelagert war und worum lag mit anderen Metallteilen, dann ist das so rausschleichend. Das merkt man nicht. Es ist aber nicht so, dass das nach ein, zwei Jahren weg ist. Normalerweise dauert das wirklich lange dann, dass sowas verschwindet. Ich habe also originale Zündmagnete, die bringen noch einen fantastischen Funken, weil sie eben nicht beeinflusst standen. Und darum
ist das Magnetisieren das Erste, was wichtig ist. Beim Noristzug-Magnet ist es sinnvoll, wenn man den Anker magnetisiert. Weil da ist das Magnet im Anker und dann hat man den direkten Zugang. Ganz exakt kann man das machen. Man kann auch von außen magnetisieren. Aber ich würde mal sagen, dann hat man nur so eine 80-prozentige volle Magnetisierung. Beim Bosch-Zündmagnet ist nicht das Magnet im Anker, sondern das Magnet ist im Gehäuse. Da kann man von außen das Gehäuse magnetisieren. Im Übrigen kann man das bei allen Hufeisenmagneten, die praktisch hier so zwischenpassen, und bekommen dann die volle Leistung wieder. Das macht sehr viel aus. Also wir haben schon sehr viele magnetisiert, das funktioniert. Das Einzige, was wir eben haben, wir haben hier nur für 67 mm diese Adapterstücke, eben für unsere Noris-Magnete. Und wer also irgendwas magnetisiert haben möchte und hat ein anderes Magnet, da brauchen wir Adapterstücke, die sich da anpassen und die dann eine gerade Fläche haben. Dann können wir euch auch diese Sachen magnetisieren. Ja, ich glaube, das war's. Also beachtet. Noch ein kleiner Tipp. Vielleicht manche Fahrzeuge stehen dann 1, 2, 3, 4, 5 Jahre oder irgend sowas. Und dann versucht ihr zu starten. Als sie abgestellt war, war wunderbarer Funke da, jetzt keiner. Es liegt nicht am Magneten in dem Moment, sondern sehr häufig ist es, dass leichte Oxidation am Zündkontakt entstanden ist. Und da kann kein Funke sich bilden. Und dann einfach mit einem ganz feinen Glaspapier einmal dadurch den Kontakt schließen, das reinsetzen, gleichzeitig ein paar Mal durchziehen und ihr werdet euch wundern, dann ist der Funke wieder da. Das war's. Bis dann. Tschüss. Siebenundsechzig mm ist der Durchmesser und dafür habe ich diese Adapter. Siebzig plus zehn heißt 80 mm ist das maximale Maß, was ich hier zur Verfügung habe, wo also die Adapterteile zwischen könnten. Da so allgemein in der Szene bekannt ist, dass wir ein Magnetisierungsgerät besitzen und auch in Betrieb haben und immer wieder die Anfragen kommen, aber ich mittlerweile ja so in Altersfreizeit bin, habe ich hier ein kurzes Blatt aufgestellt, wie das abzulaufen hat, wenn ihr mir was zuschicken wollt. Denn es ist nicht wahnsinnig viel Arbeit, aber es bedarf trotzdem einer Zeit und ich habe keine Lust, immer Pakete zu packen, zur Post zu bringen. Das sollte dann von vornherein entsprechend geregelt sein. Schaut bitte hier auf diesen Link und wenn ihr danach etwas uns schicken wollt und die Bedingungen sind da, dann ist das kein Problem, dann mache ich das, sobald ich nicht gerade auf Reisen bin. Also, wünsche euch was. Bis dann mal. Tschüss.